WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 18. Januar 1927. Der Todestag des Schweizer Botanikers und Önologen Hermann Müller-Thurgau. Ich schätze, dass ich das erste Mal Müller-Thurgau 1975 getrunken habe, als ich einen Schulaustausch gemacht habe und in einem Ort namens Oggersheim war. Es war kein Aha-Erlebnis. Sagen wir so, es hat mir besser geschmeckt als die Nudelsuppe. Ja, also das Problem mit dieser Traubensorte Müller-Thurgau ist, sie ist in der Lage, immense Mengen zu geben. Und wenn man sie dazu bringt, diese immense Mengen an Trauben zu tragen, dann ist der Geschmack ganz dünn und armselig. Und das hat man dann mit Süßer aufgepäppelt und diese dünne, etwas süßliche Weinchen hatten selbstverständlich keinen besonderen Ruf. Mein Name ist Stuart Piggott. Ich bin Weinjournalist und Autor. In allen Fällen ist mein Thema der Wein, ganz und vor allem den deutschen Wein. Naja, wer beschäftigt sich intensiv mit einem Thema für 30 Jahre, ohne es zu mögen? Klar. Wäre Hermann Müller-Thurgau den Vorlieben seines Doktorvaters gefolgt, würden sich heute an seinem 90. Todestag nicht Weinkenner wie Stuart Piggott mit ihm beschäftigen, sondern nur ein paar Pflanzenkundler. Denn Hermann Müller-Thurgau schreibt seine Doktorarbeit über Sporenvorkeime und Zweigvorkeime der Laubmoose. Aber dann widmet er sich seiner Leidenschaft, dem Weinbau. Er stammte aus dem Kanton Thurgau in der Schweiz, wo es auch seit Ewigkeiten Weinbau gibt, wenn nicht in sehr großem Maß. Er ist 1850 geboren und war sehr interessiert als junger Kerl an Naturwissenschaft und hat sich da vertieft in diese Materie. Und dann hat er es auf den Wein angewandt. Müller-Thurgau hat über Wasserverbrauch von Pflanzen gearbeitet, hat dann sich auch Gedanken gemacht, welche Rebsorten, welche Obstarten für welche Klimazonen besser geeignet wären. Also sehr moderne Ansätze. Professor Ernst Rühl ist Leiter des Fachbereichs Rebenzüchtung und Rebenveredelung an der Forschungsanstalt im hessischen Geisenheim. Hier hat Hermann Müller-Thurgau die Lehranstalt für Obst, Wein und Gartenbau geleitet. Und hier hat er auch den Thurgau an den Müller angehängt bekommen. Es gibt verschiedene Theorien dazu. Die glaubhafteste dürfte die sein, dass es verschiedene Müller hier in Geisenheim gab und die Studenten dann häufig verwirrt waren. Es ist ein Aushang so am schwarzen Brett und die Studenten sind dann immer zum verkehrten Müller gegangen. Der Müller hat halt geschrieben Müller-Thurgau, damit die wussten, der Müller, der aus dem Kanton Thurgau ist. Irgendwann ist es dann zum Namen geworden. Es ist die Zeit, in der die amerikanische Reblaus die Weinstöcke überfällt, der echte und der falsche Mehltau den Reben den Rest geben und die Winzer verzweifeln lässt. Der Weinsachverständige und Weltmeister-Sommelier Markus Del Monego. Im 19. Jahrhundert konnte es durchaus sein, dass manche Jahrgänge Komplettausfälle waren, weil einfach gerade die Rebsorte Riesling, die in den nördlicheren Weinbaugebieten von Deutschland ja sehr stark dominierend war, dass diese Rebsorte eben auch Empfindlichkeiten hat, dass es keine sehr einfache Rebsorte ist. Hermann Müller-Thurgau beginnt mit der ersten wissenschaftlichen Neuzüchtung einer Rebsorte. Das Ziel seiner Kreuzung beschreibt er 1882 in der Zeitschrift Der Weinbau. Wie wichtig könnte zum Beispiel für manche Weinbaugegenden eine Traubensorte werden, die mit den köstlichen Eigenschaften der Rieslingtraube die sichere und frühere Reifezeit des Sylvaners vereinigte? Traubenzüchten war eine quasi unbekannte Sache zu dieser Zeit. Man hat manchmal sehr praktisch und pragmatisch entschieden, welche Reben man vermehrt hat. Also vegetative Vermehrung heißt es. Und welche nicht. Das war schon eine Art Züchtung. Die besseren Reben hat man vermehrt, die schlechten hat man ausgemerzt. Aber diese Suche nach ganz neuer genetischer Profil, eine Rebe mit ganz anderen Fähigkeiten, war eine ganz neue Idee. Das Experiment gelingt. Hermann Müller-Thurgau kann zur Weinlese 1882 seine neue Rebsorte vorstellen. Riesling mal Silvaner. Deswegen auch der Zweitname des Müller-Thurgau,
Rivaner Riesling Silvaner. Der Weinexperte Werner Eckert. Müller-Thurgau ist die erste menschengemachte Rebe, die erste richtige Neuzucht. Die Winzer sind skeptisch und glauben, die Züchtung sei eher zufällig durch eine Selbstbefruchtung entstanden. Aber der 31-jährige Professor kann seine Forschungsreihe präzise beschreiben. Mithilfe eines spitzen Messers und eines würfelförmigen Kastens begann ich auf Rieslingstöcke Silvaner-Sprösslinge aufzupfropfen. Besonders wichtig war dabei stets ein nasser Lappen, um den Rebstock vor dem Austrocknen zu bewahren. Noch wesentlicher war natürlich, die anderweitige Befruchtung der Blüten zu verhindern, indem sie mit größter Sorgfalt isoliert wurden. Die neue Rebe wird zunächst verhalten aufgenommen, erobert dann aber die Weinberge. Ja, aber es war ein relativ langsamer Prozess. Also manche Winzer haben schnell erkannt, zum Beispiel an der Mosel, dass die sogenannten Randlagen, die höchste Teile der Weinberge, die noch viel windiger und kühler sind als unten am Fluss, dass für diese kühle Ecken oben der Müller-Thurgau weitaus besser geeignet war als der Riesling. Und vielen Weintrinkern schmeckt er auch noch besser. Naja, was zuerst gut ankam, war, dass Müller-Thurgau eine relativ blumige Wein gibt, aber auch ein relativ säuremilder. Genauso damals wie heute gab es Menschen, die nicht begeistert waren von den säurebetonten Rieslingweinen. Ja? Riesling hat immer eine mehr oder minder ausgeprägte Säure. Müller-Thurgau ist deutlich weicher. Es ist ein Wein, der relativ jung getrunken werden kann, ein recht guter Essensbegleiter, aber auch eine Sorte, die man so beim gemütlichen Beisammensein im Sommer vielleicht auf dem Balkon trinken kann. Litschi im Wein. Wenn einer den Saft reinkippt, dann ist er ein Puncher. Aber wenn der Wein von Natur aus so schmeckt, dann könnte das ein Müller-Thurgau sein. Müller-Thurgau. Diesen Namen trägt die Sorte seit 1913. Allerdings gegen den Willen des Züchters. Deshalb heißt sie in der Schweiz schlicht nach der Kreuzung Riesling mal Silvaner. Doch hier hat sich Hermann Müller-Thurgau geirrt. Das haben genetische Studien in Klosterneuburg gezeigt. Der gute Professor hatte offenbar so eine Unordnung in seinem Kram, dass er nicht mitgekriegt hat, dass das, was er da so gerühmt hat, was ihm so geschmeckt hat, in Wahrheit eine Kreuzung aus Riesling und einer französischen Rebe, nämlich Madeleine Royale war. Die ist vermutlich in dem Gewächshaus angebaut worden, in dem Müller-Thurgau gearbeitet hat. Die wird zur gleichen Zeit geblüht haben und da ist halt der Pollen versehentlich auf der Narbe gelandet und damit war es passiert. Das erklärt auch ein bisschen den Litschi-Geschmack, denn aus Silvaner und Riesling hätte man niemals irgendwas mit Litschi, Muskatnuss und Zitrone hingekriegt. Das ist schon sehr exotisch. Hermann Müller-Thurgau forscht auf anderen Gebieten weiter. Unter anderem verdanken wir ihm den nicht gärenden Apfelsaft. Er hat eine unglaubliche Bandbreite von Themen angepackt. Mikroben in Wein, Pilzerkrankungen der Rebe, der Reifeprozess der Traube überhaupt, was läuft da ab? Fundamentale Sachen für den modernen Weinbau. Und er war daher ein sehr beschäftigter Mann. Er hat über 300 Schriftstücke hinter sich gelassen, inklusive einige Bücher. Das ist schon eine Menge Arbeit. Die Rebsorte Müller-Thurgau stellt keine großen Ansprüche an Boden und Klima. Sie reift früh und bringt hohe Erträge. Genau das wird ihr später zum Verhängnis. Massenweine minderwertiger Qualität bringen sie in Verruf. In Deutschland wird der Anbau sogar lange Zeit verboten. Das führt zu einer abenteuerlichen Geschichte, die sich in den 1920er Jahren am Bodensee abspielt. Zu dieser Zeit sieht es nicht gut aus für die Winzer auf der deutschen Seite des Sees. Missernten machen ihnen zu schaffen. Angebaut wird vor allem Elbling. Der Elbling hat einen dünnen, sauren Weinchen hergegeben, der nicht unbedingt besonders lustig war. Und die Einheimischen scherzen? Um den zu trinken, braucht man 4 Leute. 2, die den Trinker festhalten, einen dritten, der ihm den Wein einflößt. Der Winzer Johann Baptist Röhrenbach ist davon überzeugt, dass der früh reifende Müller-Thurgau den maroden Weinbau kurieren könnte. Er beschließt, ein paar Rebstöcke von der Schweizer Seite des Sees herüber zu schmuggeln. Sein Enkel Wilhelm Röhrenbach erinnert sich. Man hat ihm gesagt, dass er entlassen werden könnte, wenn er so etwas tut. Und er hat es trotzdem gemacht. Er selber hat sie nicht geholt. Mein Vater hat zusammen mit Gottfried Einzer von Hagnau im Fischerboot diese Reben drüben geholt. Dann sind die nächtens über den See gerudert, sodass sie in der Morgenfrühe, wenn die Fischer auslaufen, in der Konstanzer Bucht waren und so dann mit den Reben
hier sicher landeten. Das waren die ersten 400 Pfropfreben Müller-Thurgau im Jahr 1925. Eine gefährliche Nacht- und Nebelaktion. So, wie wenn man heute gegen das EU-Pflanzrecht verstoßen würde. Wilhelm Röhrenbach musste Müller-Thurgau heimlich anbauen. Seine Vorgesetzten wollen mit den geschmuggelten Reben nichts zu tun haben. Er hat dann zurückgeschrieben mit der wunderbaren Schrift: Ich habe schon gewusst, dass Herren dumm sein können. Dass sie aber so dumm sind, habe ich bisher nicht gewusst. Ihr Ergebener Johann Baptist Röhrenbach. Der Rebenschmuggler vom Bodensee erlebt noch, wie der Müller-Thurgau den deutschen Weinboom auslöst. Erspart bleibt ihm dagegen der Missbrauch der Rebe als Massenträger. Auch Hermann Müller-Thurgau, der 1927 im Alter von 76 Jahren stirbt, muss nicht mehr erleben, wie seine Rebe in der Liebfrauenmilch untergeht. Die war nicht gedacht für die Kartoffeläcker, die man dann in den 60er Jahren damit gepflanzt hat, sondern sie war eigentlich gedacht, in guten Lagen zu stehen und dort eine ertragssichere Alternative zum Riesling zu sein. Wie sehr viele Traubensorten, die in der Lage sind, große Mengen zu geben, wenn man sie bremst und sie dazu zwingt, noch viel weniger zu tragen, steigt der Qualität ganz enorm. Und man kann sehr erstaunliche Weine erzeugen. Also Weine, die gar nichts mehr mit diesen billig und süß zu tun haben. Das hat der Weinkenner und Riesling-Experte Stuart Piggott selbst ausprobiert. Das stimmt allerdings. 2009 war ich Gasthörer auf der Weinuniversität in Geisenheim am Rhein. Und ich habe selber 10 Rebzeilen händisch gepflegt. Das waren Müller-Thurgau-Reben. Und der Weinberg stand im fränkischen Teil des Taubertals. Und im Keller vom Winzerhof Stahl habe ich meine winzige Menge Müller-Thurgau ausgebaut. 264 Flaschen. Genau so war's. Es war ein extrem kräftiger und geschmacksintensiver Wein mit 14 Volumenprozent Alkohol. Ein Wummer. Ein Wummer. Inzwischen haben Winzer am Bodensee, im Rheingau oder auch in Italien die Sorte wiederentdeckt. Markus Del Monego? Es gibt einen Wein im Trentin, das ist von Pollo und Sandri, der macht einen Müller-Thurgau. Und der ist in Italien der absolute Renner. Das ist toll. Das Problem ist aber, der Wein kann in Deutschland nicht verkauft werden, weil er Müller-Thurgau heißt. Denn sein Image ist nach wie vor miserabel. Vielleicht gibt es nach wie vor der allgemeine Ruf des Müller-Thurgaus als ein dünner Flippes, aber die Anzahl von Winzer, die versuchen, eine gute Qualität zu erzeugen, ist deutlich gestiegen. Die letzten Jahre. Also früher zu lesen, länger auf der Hefe liegen zu lassen. So ein Kellermeister hat da 1000 Möglichkeiten, keine Tricks, keine Panscherei, 1000 Möglichkeiten, Weine verschieden zu machen. Aber es gibt immer noch eine ganze Menge, die sagen, ach, Müller-Thurgau, das ist gut für die Literflasche und 3,99 €, aber mehr darf es nicht sein. Einst wie eine Seuche verbreitet, heute gibt es noch, ja, vor allen Dingen in Rheinhessen, der Pfalz und Baden, große Mengen Müller-Thurgau, an der Mosel auch noch ein bisschen. Aber insgesamt ist die Sorte sicherlich eher auf dem Rückzug. Mancher moderne Rivaner lässt einen direkt traurig darüber sein. Ich gehe davon aus, dass die Entwicklung der letzten Jahre sich fortsetzt, beziehungsweise dass immer mehr Winzer den Müller-Thurgau ernst nehmen werden und versuchen, ein guter und meistens trockener Wein daraus zu machen. Dieser Trend, weg vom Billigfusel hin zum Qualitätswein, passt auch viel besser zum Erfinder der Rebe, Hermann Müller-Thurgau. Wenn er heute leben würde, würde er sicherlich über Klimaforschung arbeiten. Ein unermüdlicher Forscher, also eine absolute Ausnahmepersönlichkeit. Und war, würde ich sagen, zusammen mit Pasteur in Frankreich, einer der Gründer der modernen Weinwissenschaft. Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Hermann Müller-Thurgau, der am 18. Januar 1927 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die Handball-Weltmeisterschaft im Jahr 2007. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de